Ich bin Yannick Althaus, lernender Automatiker im zweiten Lehrjahr bei der Bistronic. Die Herausforderungen sind sicher die Vielseitigkeit dieses Berufs. Man muss mit den Händen etwas arbeiten können, man muss fühlen, man muss mechanische Teile herstellen, man muss aber auch Software schreiben und programmieren. Im ersten und zweiten Lehrjahr absolviert man die elektrischen und pneumatischen Fertigkeiten, das heisst Grundausbildung. Im dritten und vierten Lehrjahr kann man entweder Richtung Entwicklung gehen, das was ich mache, in die Montage oder aber in der Lehrwerkstatt bleiben und dort Projektarbeit ausführen. Man muss selbstständig arbeiten können und man muss Interesse für technische Zusammenhänge haben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, bei Bistronic weiterzuarbeiten, weil es ist sehr spannend mit der Laserproduktion und auch der Wasserstrahlschneiderproduktion. Man sieht immer sehr viel im Alltag und man kann sehr viel dazulernen. Mit der absolvierten BM nach der Lehre kann man ein Studium an der Fachhochschule anfangen. Außerdem kann man mit der Passerelle ein Studium an der Universität anfangen. Wenn du Interesse an technischen Zusammenhängen und Computer hast und gerne in einem innovativen Unternehmen arbeiten würdest, bewirb dich doch noch heute für eine Schnupperlehre in Bistronic.